Ja, willkommen hier zurück zu Empyrion und heute geht's mal dran, das Schiff ein bisschen aufzurüsten. Ja, ich habe ja schon angefangen, weil bei manchen Planeten, da ist die Stromversorgung ziemlich knapp geworden, habe ich gemerkt. Deswegen müsste jetzt noch ein Generator rein, auf jeder Seite, dass man ein bisschen mehr Leistung noch erzielen. Natürlich brauchen wir dann auch ein bisschen mehr Treibstoff, das ist Logan. So ist die Frage, die Tanks habe ich natürlich schon wieder vergessen einzupacken, was natürlich schlecht ist. Habe ich extra gebaut gehabt. Und ja, im Stream hatte ich ja ein bisschen Zeugs gesammelt auf dem Planeten hier. Wir sind immer noch dort. Und ja. Aber irgendwann muss ich das ja mal in Angriff nehmen. Ich habe das jetzt immer rausgeschoben. Und nun wird es langsam mal Zeit. Das Gewehr brauche ich eigentlich nicht. Das ohne das. Da ist schon mal keine Ausdauer mehr. So, machen wir das mal so. Und muss man so in Energy rein. So, jetzt müssen wir das ja irgendwie reinkriegen. Geht doch ganz gut. So, okay. Jetzt kommt wieder das Zeug drauf. Irgendwie rum das Bohr hier drinne. So. Da ist er auch schon unten eingebaut. Genau. Das gleiche jetzt natürlich nochmal auf der anderen Seite. Mal, jetzt muss ich dort hinter. Da gehe ich mal hier durch. Die Ausdauer, die Ausdauer. So, hier wollte ich rein. So passt das nicht. Aber so rum. Deckel wieder zu. Das letzte. Und schon haben wir, sind wir zwar in der Größenklasse etwas gestiegen, aber naja. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich habe vorher noch mal Safe Game gemacht. Dass das jetzt nicht mehr rumbackt nach unserem Umbau. So, ich habe natürlich auch noch die NPCs vergessen. Da kannst du aber gleich dich mal wieder anmelden. So, das Geschütz muss ich mal sehen. Die Raketen wollte ich auch noch dran bauen. So, wir gehen jetzt mal hoch. Auf die Brücke.
Tür offen. Die sollen ja auf sein, so okay. Verricke. So, was haben wir denn da zur Auswahl? Wir haben so einen NPC. Zack. Wie gesagt, das böse Dego, aber. So, hier kommt ein Außerhalb. So, dort hinten können wir auch noch was reinbauen. Aber ich werde jetzt habe ich wieder meine Werkzeuge unten liegen lassen. So, Captain Stuhl ist dort oben, okay. Was haben wir denn hier noch? Nicht so viel. Gut, dann lassen wir die erstmal. Das reicht da dann hier unten auch. So, okay. Das lassen wir. Warte mal, können wir hier hinten vielleicht mal was anderes bauen? Das ist ein normaler Sitz, ein normaler Pilotensitz. Den würde ich lassen, okay. Jetzt habe ich natürlich einen Pilotensitz übrig, stimmt's? Genau. Hab ich denn die Dinger jetzt hier? Ach so. Ja, da könnte man ja noch. Bisschen Monitor, kann ich mal so ein bisschen Monitor noch dran, ja. Ich Mist gebaut. So. Und hier hinten können wir doch immer einen dran machen, oder machen wir einen anderen? Machen wir so einen dran, das ist der. Perfekt. So, jetzt muss ich mal hier weiterlatschen. Wollten ja eher auf dem Deck bleiben. Hier wollte ich auf jeden Fall einen NPC rein haben. Im Doktor quasi, der Doktor. Der sieht nach Doktor aus hier. Der sieht nach Doktor aus. So. Oder haben wir noch was Besseres als Doktor? Und wie sieht denn der aus? Nee, da ist der in Weiß besser. Okay, das reicht dann, Doktor. Geht's denn dort lang? Geht's nach unten? Habe ich nicht. Jetzt muss ich mir aber erstmal, warte mal, ich muss mal in den Maschinenraum runter. Brauchen wir ja auch noch Leute. Hauptmaschinenraum. Der ist hier. Genau, da kommt das raus. Da kommen noch Scheunen ein. So, und haben wir noch was anderes? Einen Außerirdischen können wir ja noch einbauen. Alien, so, da haben wir, haben wir. Passt der hier irgendwo hin? Warte mal, da bauen wir das um. Da haben wir wieder davon was über. Da hängt ein Monitor, da können wir eigentlich mal so Flussdiagramme irgendwo hinhängen. Macht der Maschinenraum Sinn? Weil die müssen ja wissen, das schwebt wieder noch, oder? Also schwebt das nicht so gut. So. Was ist denn hier hinten? Kern. Können wir lassen. So. Geht's nach unten? Ich will auch wieder nach oben. Maschinenraum hat man.
Wir gehen ja schon mal auf die Hauptbrücke. Ich muss dann eben hier oben raus. Ist der Hauptbrücke sozusagen. Ich komme auch. Dann machen wir den weg. Kommt ja so einer rein. Das den Piloten sitzen lassen wir. Das andere sind normale Piloten sitzen, okay. Jetzt muss ich mal gucken, dass alles irgendwie so gleich ist. Jetzt habe ich bloß noch einen Menschen. Da können wir euch nochmal so eine reinbauen. Mal, wie sieht denn das aus? Mal. Das ist so ein kleines Ding, ne? So ein kleiner Monitor, warte mal, dann machen wir mal hier hin. So. Und da die ganze Linie hinten rumspecht. Gibt es hier nochmal zwei Aliens auf der Brücke, so. Hier oben. Glaube ich, keine Menschen mehr. Dann machen wir das mal weg. Kommt das hier noch rein? Ansonsten könnte man noch so hier irgendwo hinbauen. So, okay. Glaube ich, drei über. Wir müssten ganz runter. Die heben wir uns mal auf. So, nee, warte mal, wir könnten da eigentlich an die Luftschleuse eine Wache bauen. Bauen wir hier eine Wache hin? Genau, so. Und ich wollte eh raus. Warum ist jetzt der eine oder ist der aus? Der ist aus, der soll so aus sein. So, jetzt ist die Quizfrage, ob ich dorthin komme, wo ich überhaupt hin will. Mal einen Chat anmachen. Das war schon ein. Zwar muss ich immer hier runter. Könnte leicht aber machen. Ne, macht nie aber, okay. Da hatte ich nämlich hier hinten schon was gesehen, und zwar wollte ich die Dinger hier dran bauen. So. Beibogen. Etwas, das habe ich bestimmt noch was über. Kriegen wir es irgendwie verkleidet noch? So, das sieht ganz gut aus. Auch kann man lassen. Aber jetzt muss ich, habe ich natürlich meine Werkzeuge nicht mit. Und dann muss ich mal kurz den Admin-Modus. Nicht, nicht mit. Warte mal, da hat ja eine Fehlermeldung. Ich hoffe, das funktioniert dann. Ich brauche bloß mal so, schmeiße ich dann wieder weg. So. Die wollte ich. Das war's nie. Das. So. Aber wie komme ich jetzt wieder auf die andere Seite?
Hier ist die Brücke, da waren wir vorhin schon mal. Hier, gucke, geht er. So, da haben wir die Raketen ausgerüstet. So, jetzt muss ich gucken. Ganz paar Platten. Hätten wir fertig. Jetzt noch lackieren, also eine Struktur drauf bringen. So, passt. Aber die Frage, wie ich jetzt hier wieder reinkomme. Hier könnte man klettern, theoretisch, genau. Ah, guck an, es klappt. Es klappt. Jetzt habe ich eigentlich das Nachtsichtgerät an, bei Nacht ist. Hat er Hunger? So, die Dinger will ich wieder wegschmeißen. Wieder ausmachen. So, ich hoffe mal, das funktioniert mit dem nächsten Speicherstand dann. Wenn ich mich neu einlogge, dass es da wieder Probleme gibt. Also relativ groß ist das Schiff. Das werde ich dann gleich mal testen nach der Folge. Dazu gehe ich mal, was mache ich denn? Ich gehe mal runter in die Werkstatt. Was ist denn hier hinten eigentlich? Ach, hier war der Maschinenraum, okay. So, okay. Ich muss natürlich noch tanken. Hier sind nur noch 99%, weil die jetzt beschädigt wurde in einer Folge. Leicht angekratzt. Jetzt bin ich auch wieder auf dem falschen Weg. Ich will da in die ins Lager und in die Werkstatt will ich doch. So, Strukturen. Das wäre jetzt schon auf die Waffen ausrüste. Das hebe ich mal auf. Guck mal, hier ist doch noch einer. Da tun wir den hier enden. Tun wir mal ein bisschen die Kantine beleben. Ging das jetzt hoch? So, okay, gehen wir mal jetzt höher. Binden des Dings. Gewächshaus. Hier, guck mal hier. Sieht so leer aus hier oben. So, dann bauen wir hier mal so ein Alien hin. Ja, so. Achso, hier noch mit der Bank gibt's nicht noch. Mit so einer Bank. Ne, leider nicht. Wir können hier hinten die zwei mal ein bisschen rumsülzen. So. Hier. Da gab es noch einen. Ne, das passt nicht. Ja, nehmen wir den.
übrig. Na gut. Nicht mischt. Würde hier was an die Wand gehen? Nee. So, ich wollte ja noch eine Bank haben. Hier ist eine Bank. Passt hier aber nirgendwo hin. Hebe ich mal auf. So. Hier wollte ich doch irgendwo eine Bank hinhaben, genau hier. Was drinnen? Nee. Bank. Was ist denn hier eigentlich? Was soll hier aus die Kammer? So, mein Quartier wollte ich ja auch noch umbauen, aber bevor ich das mache, werde ich mal die Folge beenden und dann auf jeden Fall erstmal gucken, mal einen Relog machen, ob das so bleibt oder ob da was wieder rumbackt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.